Heiner, hier ist der X-Wing mit einem kleinen Informationsvideo über Gaslows Todeslaser. Den kann man nämlich was Schönes machen, das habe ich hier schon ein paar Mal getestet, wie man sieht. Man lädt ihn ja auf, und am Anfang hat er den kleinen Pfeil, den man hier sieht, und bis zu dem großen Pfeil quasi. Und man kann mit, wenn man die W nochmal macht, also ich zeig's mal ganz kurz, kann man jederzeit quasi einfach feuern. Es gibt aber einen kleinen Trick, den habe ich gerade rausgefunden. Ich weiß nicht, ob der allgemein bekannt ist, deswegen habe ich dieses Video angefangen. Es soll nur ein ganz kurzes Informationsvideo sein, deswegen 1, 2 Minuten vielleicht. Wenn ihr nämlich aufladet und irgendwo hin zielt, das scheißegal. Und am Ende zielt ihr dann zurück. Oh, das war vom Timing ja nicht so gut, dass man es nicht gesehen hat. Einfach nochmal. So ist mir nämlich aufgefallen, als ich so Pirouetten gezogen habe. Jetzt hat man es, glaube ich, gesehen. Der zielt immer dahin, wo man will, am Ende. Gesehen? Er dreht dann instant in die Richtung, wo man ist. Also man kann so anfaken, quasi irgendwie ihn abschießen wollen. Dann macht man Piu! Dann. Man schießt immer in die Richtung, in die man will, wenn man den Laser komplett durchlädt. Da hat man es jetzt echt gut gesehen. Und nochmal. Okay, das war zu langsam. Da war ich gerade hier wahrscheinlich mit der Maus, deswegen hat er nach oben geschossen. Aber das soll es auch schon gewesen sein. Man kann halt, wenn man den komplett durchlädt, die exakte Position des Lasers bestimmen. Jetzt troll ich die Gegner. Steht nach hinten. Wenn man natürlich den so verzieht davor schon, merkt man es. Allerdings kann man es halt wirklich so machen. So. Wenn man halt gutes Aim hat, dann kann man damit richtig gut abgehen, denke ich mal. Solange man nicht unterbrochen wird. Das soll es schon gewesen sein. Bis zum nächsten Video. Tschüss.